Möchten Sie einen Impfstoff? Ist aber nur der von AstraZeneca. Meine Mama hat immer gesagt, eine Impfdosis ist wie eine Schachtel Pralinen. Kannst froh sein, wenn du eine kriegst, und jetzt halt's Maul. Herzlich willkommen zu Extra 3. Die Sonne scheint, Hoffnung kommt auf, aber wie sagt das Sprichwort? Eine Schwalbe macht noch keine Herdenimmunität. Es ist ja schön, dieses Gefühl von Entspannung. Vielerorts werden Grundschulen und Kindergärten wieder geöffnet, pünktlich zum Beginn der dritten Welle. Da sage ich mal toi, toi, toi. Klar, alle sehnen sich nach Normalität oder Perspektive oder zumindest mal nach einer Pause zum Durchatmen. Ich fürchte nur, dass wir gegenüber dem Virus keine wahnsinnig starke Verhandlungsposition haben, oder? Meinen Sie, man kann verhandeln mit dem Virus? Kann man sagen, komm, hier, Stufenplan? Lässt sich nicht drauf ein? Stufen. Es ist ja gerade die große Zeit der Stufenpläne. Hier mal eine Symbolgrafik. Wenn man den Expertinnen und Experten glauben darf, und ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu glauben, weil ja gerade die mit den pessimistischen Prognosen leider fast immer recht gehabt haben. Verdammte Hacke. Also wenn ich denen glauben darf, dann sind wir gerade wieder mal in einer kritischen Phase in dieser Pandemie. Und dann läuft ja in letzter Zeit auch noch ziemlich viel schief in Deutschland. Dass ich denke, allzu schnell geht es wohl nicht. Aber ich sag mir immer, in einem Jahr, da sind wir doch hoffentlich damit durch. Oder? Muss doch eigentlich. Wobei, genau dasselbe haben wir vor einem Jahr im Frühjahr 2020 auch gedacht. Okay, dann verschieben wir jetzt unsere Hochzeit. Ja, im Sommer sind wir auf keinen Fall durch mit dem Thema. Nehmen wir den Herbsttermin? Ja, bis dahin gibt es bestimmt auch die Corona-Warn-App und wir haben die Pandemie besser im Griff. Also okay, dann schicke ich jetzt die Mail an alle 150 Gäste mit dem neuen Termin raus. Halt! Nicht diesen Knopf drücken! Wer bist du? Das bist du? Ich komme aus der Zukunft. Herbst 2020. Die zweite Welle rollt an. Warum? Wo fange ich an? Weil, erstens, die Warn-App nicht richtig funktioniert, obwohl sie sehr teuer war. Und zweitens... Nein, ich meine, warum du die Maske trägst? Die Bundesregierung hat doch gesagt, das bringt nichts. Ach so, nee, die haben einfach nur keine bestellt. Also, keine Hochzeit im Herbst 2020. Ja, dann schieben wir die Hochzeit halt noch weiter nach hinten. Frühjahr 2021? Ja, da gibt's bestimmt auch bis dahin Schnelltests oder so. Okay, dann schicke ich die Mail mal. Hi. Warum? Weil Spahn das mit den Schnelltests verpennt hat. Nein, ich meine, warum hast du die Bücher unterm Arm da? Ach so, Homeschooling. Was? Ja, aber nur in Hamburg zu 100%. In Thüringen gehen alle in die Schule. Und in den meisten anderen Bundesländern ist Wechselunterricht. Haben die immer noch keine einheitliche Strategie für die Schulen? Doch. Lüften. A² plus B², das war... Gut, dann heiraten wir halt im Herbst 2021. Da gibt's vielleicht auch einen Impfstoff. Warte. Halt! Warum? Ja, weil eigentlich wurde der Impfstoff super schnell entwickelt, aber die EU hat zu wenig davon organisiert. Und dann war irgendwann genug davon da, aber auch die Virusmutation. Nein, ich meine, warum hast du immer noch dieselben Klamotten an? Ach so. Lockdown halt. Was? Oder würde ich ja durchdrehen? Ja. Das bist du auch. Hi. So. Ich darf nichts sagen, was die Zukunft verändern könnte, aber heirate auf keinen Fall diesen... diese Typen. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Bis jetzt. Warte! Ja, wir müssen das mit der Hochzeit ja auch nicht jetzt gleich entscheiden. Ein Film von Freddy Radeke und Sebastian Rietz. Für uns Deutsche hat sich ja das Grundgefühl doch verändert im Verlauf der letzten 12 Monate. Wenn man mal überlegt, im ersten Halbjahr 2020, da dachten wir doch noch, wow, wir kriegen es doch echt gut gemanagt. Ich meine, es ist nervt, es ist nicht schön, aber wir kommen schon besser durch diese Krise als andere Länder. Wir sind smart, wir sind diszipliniert, wir sind gut.
Da war sie wieder, diese leichte deutsche Überheblichkeit, für die uns alle Welt so sehr liebt. Ne, was, ihr habt höhere Fallzahlen als wir? Komisch, was macht ihr denn falsch? Was macht ihr denn anders als wir Deutschen? Ab der zweiten Jahreshälfte lief es dann gar nicht mehr. Die Maßnahmen zu lahm, zu ineffektiv. Wir sind seit einem Vierteljahr im Lockdown und die Impfungen laufen immer noch nicht an. Wobei man seit Januar im Fernsehen kaum noch was anderes sieht. Also ich kann mich nicht erinnern, eine einzige Nachrichtensendung gesehen zu haben in diesem Jahr, ohne dass Nadeln in Oberarme gerammt wurden. Ich glaube wirklich, jede verdammte Impfung, die bislang in Deutschland erfolgt ist, jede, ist von einem Kamerateam begleitet worden. Und ich hätte gern endlich eine. Ja, ich empfinde das als immunologische Belästigung. So ein regelrechter Impfporno, der da stattfindet. Ein kleiner Pieks. Die Impfung mit AstraZeneca. Die große Hoffnung auf die Impfung. Die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Schockierende Bilder. Die hatten nicht mal Masken auf. Für Menschen mit Spritzenphobie übrigens auch keine leichte Zeit. Aber das nur nebenbei. Ja, beim Impfen ziehen andere Länder total an uns vorbei. Und ich weiß, es ist ein globales Problem. Man sollte da nicht nationalistisch argumentieren. Ich gönne auch jedem Land seine Impferfolge. Aber so langsam, ehrlich jetzt mal, so langsam ist auch mal gut mit den Erfolgsmeldungen. Liebe Leute, hier Großbritannien, Boris Johnson verkündet, hey, wir heben Ende Juni alle Corona-Maßnahmen auf. Wir sind soweit. Aus den USA hört man, hey, wir haben bis Ende Juli alle geimpft. Und wir, hey, es ist Ende Februar und mit den meisten 100-Jährigen sind wir durch. Es ist doch peinlich. Israel zum Beispiel, die haben schon das ganze Land geimpft. Die impfen in Israel jetzt schon die 16-Jährigen. Ich sag Ihnen, wenn wir mit den 70-Jährigen anfangen, dann impfen die Haustiere. In Israel kann man sich sogar in einer Bar impfen lassen. Was soll denn das? In einer Bar. Das ist doch demütigend. Das wird in Deutschland selbst in einem halben Jahr noch nicht möglich sein. Also in eine Bar zu gehen. Da impfen die mal so eben lässig nebenbei noch einen Drink dazu. Wahrscheinlich planen sie demnächst die Verbindung von Impfung und Darts-WM. Und dass wir das so vergeigen, meine Damen und Herren, hier in Deutschland, das kratzt an unserem Selbstbild. Also an meinem schon, an ihrem nicht doch, oder? Ja klar, es ist doch so bei uns Deutschen, wir wissen einfach, beliebt sind wir nicht. Das können wir vergessen. Wir werden auch nie beliebt sein in der Welt. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wir einfach können. Wir können Autos. Wir können Nationalmannschaft und wir können Organisation. Super. Das einzig Tolle, was wir Deutsche in der Welt noch zu bieten haben, ist Jürgen Klopp. Und auch der schmiert gerade ab. Andere Länder impfen natürlich, das muss man sagen, auch mit AstraZeneca. Großbritannien zum Beispiel. Und der Impfstoff kommt ja in Deutschland nicht so gut an. Inzwischen sind etwas mehr als 2 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs geliefert worden. Aber nur knapp 10% davon wurden bislang verimpft. Aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch, weil der nur eine Wirksamkeit von 70% hat. Und viele Deutsche glauben, das bedeutet, bei 70% wirkt der Impfstoff, ja, und bei 30% wirkt er nicht. Also nur 70% der Geimpften haben eine Wirkung, 30% ist es falsch. Das bedeutet, 70% der Geimpften infizieren sich nicht mit Corona und 30% der Geimpften haben allenfalls einen milden Verlauf. Das heißt, schwere Verläufe sind auch mit AstraZeneca sozusagen ausgeschlossen. Aber der Deutsche will natürlich 100% Sicherheit. Das ist wieder dieser Perfektionswille, der offenbar in uns angelegt ist. Wir sagen, bevor ich zu 70% geschützt bin, bin ich lieber gar nicht geschützt. Nach dem Motto, ich fahre auch nicht mit einem Kleinwagen, wenn es im Panzer sicherer ist. Auch wenn ich keinen Panzer habe, fahre ich nicht mit dem Kleinwagen. Wir wollen den guten deutschen Impfstoff von BioNTech. Nur das Beste in unsere deutschen Körper. Eine interessante Haltung, muss man sagen, für ein Volk, das im Sommer kiloweise Billigfleisch von Tönnies grillt. Mehr Widersprüchliches, Hanebüchenes und Absurdes hat Martina Hauschild zusammengestellt aus ihren ganz persönlichen Corona-Geschichten. Danke dafür. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Lukas Mock aus Gießen. Er hat was Blödes gemacht. Er hat eine neue Waschmaschine gekauft und würde die gern gleich wieder zurückgeben. Ich habe eine neue Waschmaschine gebraucht, die leider nicht in die Küche gepasst hat und deswegen wurde die widerrufen. Und da hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder 99 Euro zahlen und die Firma beauftragen direkt oder es selbst machen. Okay, lieber selbst machen.
zu große Waschmaschine ins Auto und ab zum Händler. Dort hat dann der Mitarbeiter gesagt, ja, das geht nicht, wegen Lockdown, wegen Covid, fahren Sie mal zum Hauptsitz, vielleicht haben Sie da Glück mit der widerrufenden Waschmaschine. Tja, kein Kundenkontakt wegen Corona, also wieder ins Auto. Solange Herr Mock durch Gießen fährt, besuchen wir Daniela Negt in Stuttgart. Die Schülerin ärgert sich gerade über die schwierige Belüftung ihrer Schule. Wir haben seit 2012 eine neue Lüftungsanlage an unserer Schule, die jedoch seit Einbau nicht funktioniert, was unpraktisch ist, weil wir direkt an einer vierspurigen Straße sind und Stuttgart 21 die Bauarbeiten auf unserem Pausenhof stattfinden. Oh, bei offenem Klassenfenster klingt das so. Und die Baustelle Stuttgart 21 ist direkt gegenüber. Gar nicht so einfach mit dem Stoßlüften bei Corona, oder? Unterricht während des Lüftens ist komplett unmöglich. Man versteht den Lehrer nicht, man versteht gar nichts. Hoppla, die Waschmaschine ist ja immer noch da. Ich war mit meiner Waschmaschine vor der Rampe gestanden. Vor dem Drehkreuz war ich gestanden. Ich habe denen sogar die Waschmaschine gezeigt. Die haben gesagt, nee, es geht nicht. Und wir hätten die auch zu zweit, wir hätten die auch gerne mit 100 Meter Abstand reingetragen, mit Maske, wir hatten alles dabei und dann wieder rausgegangen und keine Ahnung, das wollten die alles nicht. Aber hätte es da nicht noch eine andere Lösung gegeben? Ich hätte mit meinem Kumpel zum Parkplatz fahren können, dort eine Speditionsfirma beauftragen können, die die Waschmaschine dann vom Parkplatz die 5 Meter zur Firmenzentrale trägt. Das wäre erlaubt gewesen. Okay, schwierig. Naja, schauen wir mal nach Hamburg. Hier ist Nils Hartfelder gerade etwas sauer, weil sein Spielwarengeschäft wegen Corona nicht öffnen darf, aber zum Beispiel Drogerien fröhlich Spielsachen verkaufen. Die Stadt Hamburg hat gesagt, dass es ein erheblicher und unzumutbarer Aufwand für die Drogeristen und Supermärkthändler wäre, solche Sortimente jetzt abzusperren. Und da hatte Herr Hartfelder eine geniale Idee. Wenn das unzumutbar ist, dann würde ich mich persönlich anbieten, das kostenlos für alle Drogerien zu machen und diese Fremdartikel abzusperren. Herr Hartfelder freut sich schon auf seine neue Aufgabe. Ach ja, die Waschmaschine von Herrn Mock steht wieder im Keller. Ich bin ein Krankenpfleger, ich bin geimpft und aus der ganzen Sache ist mir nicht ersichtlich, warum jetzt extra zwei fremde Leute zu mir kommen können und die beiden fremden Leute die Waschmaschine zur Firma tragen müssen. Das verstehe ich bis heute nicht. Wenn Sie wieder mal eine Waschmaschine abgeben möchten, Herr Mock, nehmen Sie vielleicht einfach mal Ihren Impfpass mit. So ganz langsam geht es voran. Immerhin sind die ersten Schnelltests zum Selbertesten jetzt zugelassen. Wann sie zu kaufen sein werden, ist noch nicht klar. Jens Spahn hatte natürlich was ganz anderes versprochen. Nämlich ab März jedem, der möchte, auch einen Antigen-Schnelltest anbieten zu können. Kostenlos für den Einzelnen. Natürlich nicht ganz kostenfrei, sondern aus unserem Vorschlag heraus aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Hoi. Ja, das ist mal ein Angebot. Alle können ab 1. März umsonst Schnelltests bekommen. Ein typisches spanisches Versprechen, das macht er ja gern. Dabei müsste er doch langsam wissen, meistens klappt es nicht, so wie er es verspricht. Jens Spahn bricht zwar keine Welle, dafür ein Versprechen nach dem anderen. Merkel und das Corona-Kabinett haben ihn dann eiskalt ausgebremst, weil sie wohl geahnt haben, dass Spahns Schnelltestplan überhaupt nicht aufgehen kann. Also vielleicht überlegt er einfach mal vorher, wenn abzusehen ist, dass irgendetwas doch deutlich länger dauert, als er ankündigen würde, dann sollte man das vielleicht auch alles erst etwas später ankündigen. Denn sonst sieht das eventuell so aus, als ob man die Krise als Gesundheitsminister nicht im Griff hat. Und das klingt dann so. Bei Corona droht uns gerade die dritte Welle. Durch fiese Viren, die man Mutanten nennt. Wir müssen impfen, sofort und auf der Stelle. Wir brauchen Tempo, weil hier die Hütte brennt, sag ich mal. Wer sich den Impftermin per Anruf geben lässt, hängt erstmal in der Warteschleife fest. Nützt dir alle nix. Wir hinken beim Impfen hinterher. Und was macht die Entspanner? Was? Selbst Brexit, Boris hat nen Plan. Und wir haben nur Jens Spahn. Guck, wie die Pfleger mit ihm schimpfen. Leere Versprechen findet keiner toll. Erst die App, dann die Masken und das Impfen. Der Grinse Jensi nimmt oft den Mund zu voll.
der Schnelltest schon am 1. März. Was labert der Spandau, ob der's mal auf die Reihe kriegt? Was denkst denn du? Ich denke eher nicht. Dankeschön. Ein Song von unseren Hitgiganten Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Die Welt ist ruhiger geworden, oder? Merken Sie das auch? Ich merke es schon. Die Welt ist ruhiger geworden, seit Donald Trump nicht mehr twittern darf. Und eine Analysefirma hat sogar festgestellt, dass die Zahl der Falschmeldungen zur angeblich gestohlenen US-Wahl weltweit um 73% abgenommen haben, seit Trump den Unsinn nicht mehr verbreitet. Da sieht man, was der für ein Multiplikator war. Nun kann man sagen, ist doch prima, Trump ist gestoppt. Man kann aber auch sagen, es ist ziemlich gruselig, welche politische Macht die großen Tech-Firmen inzwischen haben. Soziale Netzwerke, das klingt so freundlich. Soziale Netzwerke, es gibt Influencer und Follower, man kommt zusammen, man trifft sich. Das ist so ein bisschen wie bei Jesus und den Jüngern, wobei Jesus zwar gesagt hat, die Menschen sollten mehr teilen, aber er hat meines Wissens nicht davon gesprochen, dass sie teilen sollen, wie sie Waschmittelkapseln essen. Aber ich bin auch kein Theologe. Die Rolle der sozialen Netzwerke in der demokratischen Meinungsbildung ist jedenfalls alles andere als harmlos. Denn erstens entscheiden diese Firmen nach eigenem Gutdünken, wer gesperrt wird und wer nicht. Trump ist gesperrt, nicht aber ein Despot wie der iranische Ayatollah Khamenei, der auch schon zur Auslöschung Israels aufgerufen hat. Zweitens führt die Art und Weise, wie soziale Netzwerke in die politische Debatte eingreifen, dazu, dass antidemokratische Haltungen und radikale Haltungen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Warum ist das so? Wir haben mal jemanden gefragt, der sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Also die sozialen Medien sind einfach Werbeplattformen. Und das ist Kern des Problems, dass dieses Geschäftsmodell eher dazu führt, dass wütende Beiträge, emotionale Beiträge schneller durchgelassen werden als sachlich argumentierende Beiträge beispielsweise. Deshalb hat übrigens auch die AfD da so viel Erfolg. Im Bundestagswahlkampf 2017 hat die AfD 30% des gesamten Traffics auf Social Media ausgemacht. Mehr als alle anderen Parteien. Ja, das war ein großer Abstand zu den anderen Parteien, weil die AfD eben auf emotionale Aufreger-Themen gesetzt hat. Flüchtlinge zerstören Deutschland, Klimawandel gibt es nicht. Und da gibt es viele Reaktionen, zum Teil auch ablehnende. Also auch wenn man sowas teilt und sagt, ist doch alles Blödsinn, ja, pusht man das ganze Ding nach oben. So hält man die Menschen in Aktion, mit Wut. Das schaffen andere Parteien nicht. Also ich kenne niemanden, der sagt, ich brauche mal dringend Adrenalin. Ich guck mal, was Norbert Walter Borjans so twittert. Macht man einfach nicht. Donald Trump wiederum war wirklich ein Produkt der sozialen Medien. Und auch der Sturm aufs Kapitol, der wäre ohne Social Media so nicht denkbar gewesen. Radikale Menschen wie QAnon, Verschwörungstheoretiker, die finden im Netz sofort eine Community, in der man sich gegenseitig anstachelt. Wenn man heute sagt, Prominente entführen Kinder und trinken ihr Blut, um jung zu bleiben, dann bestätigen das sofort Zehntausende und geben Hinweise auf andere Gleichgesinnte. Wenn man sowas in der Zeit vor Social Media gesagt hätte, Prominente quälen Kinder und trinken ihr Blut, dann wäre die Reaktion gewesen, gebt dem Manni erstmal kein Bier mehr heute. Wenn man früher Nazi war, dann hat man sich die Informationen und Hassartikel aus der Nationalzeitung holen müssen. Die gab es im Kiosk unterm Ladentisch, die Nationalzeitung. Die haben sich viele Leser beim Kauf in ein Pornoheft einwickeln lassen, damit es nicht so peinlich war, damit gesehen zu werden. Heute hat man sofort 2 Millionen Freunde. Und der Empfehlungsalgorithmus sorgt dafür, dass man immer mehr vorgeschlagen bekommt, was die eigene Meinung untermauert. Man gerät in einen Tunnel. So ist es ja bei YouTube. Es folgen immer Videos zum selben Thema, das einen gerade vorher schon interessiert hat. Und auch da werden bei den vorgeschlagenen Videos wiederum bestimmte Videos bevorzugt. Diese Videos hatten in der Regel viel mehr Interaktionen, das heißt Likes, das heißt Weiterleitung, Kommentare, weil sie ja teilweise krasse Standpunkte hatten, Wut geschürt haben. Und das wiederum führte halt dazu, in so einem Kreislaufsystem, dass diese Videos dann anderen wieder angezeigt wurden. Und so gerät man in immer extremere Ecken, weil immer extremere Videos gezeigt werden. Ja, weil YouTube dann einmal unser Interesse registriert hat. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf YouTube, ich habe mal ein Horrorvideo gesehen. Danach wurde mir viel härterer Horror angeboten. Inzwischen gucke ich Spiele von Schalke 04.
Mit sachlichen und ausgewogenen Aussagen erreicht man bei weitem nicht so viele Leute wie mit anstachelnder Hetze. Also, kleiner Tipp, wenn Sie mehr Aufmerksamkeit für Ihre Hundevideos bekommen wollen, dann schreien Sie am besten, ihr werdet nicht glauben, was die Antifa mit diesem süßen Hund gemacht hat. Die Antwort ist natürlich nichts, aber das ist dann auch schon egal, die Leute sind schon auf Zinne. Das macht die politische Diskussion kaputt. Die Meinungen werden immer extremer. Wahrscheinlich brauchen wir Warnhinweise, wie bei Zigaretten. Ein Leben ganz ohne Social Media ist für die allermeisten Menschen natürlich nicht mehr vorstellbar. Dafür bietet das alles ja gefühlt zu viele Vorteile. Und man hat sich so dran gewöhnt. Genauso wie an Apple und Google und Amazon. Man sagt immer, ja, diese Datensammelfirmen, diese Ausbeuterfirmen, die will man eigentlich gar nicht unterstützen. Aber irgendwie ist es eben auch so praktisch und irgendwie ist man eben auch so träge. Und das wissen die und nutzen es gnadenlos aus. Wir von Apple, Amazon, Google und Facebook haben mit unseren Produkten Milliarden von Menschen glücklich gemacht. Ohne uns läuft gar nichts mehr. Moment mal. Was denn? Okay, ich gebe zu, das ist alles ganz bequem und ganz schön, aber wegen Amazon gehen ja zum Beispiel diese ganzen Läden in der Innenstadt pleite, oder? Oh. Okay, wenn du Amazon nicht brauchst, bitteschön. Guten Tag, heute habe ich nichts für Sie. Tschüss. Tja, selber schuld. Und hattest du die Schrauben für dein Regal nicht auch bei Amazon bestellt? Oh oh. Dann google mal, wo du neues Geschirr herkriegst. Ja, nee, Google ist auch so eine Sache, ne? Also einmal diese Datensammelwut und dann verdienen die tierisch Geld in Europa, zahlen aber kaum Steuern hier. Nee, weißt du was? Ich google das nicht mit dem Geschirr. Ich fahr selber ins Geschäft. So, so. Du denkst, du brauchst Google nicht? Okay. Kein Google, kein Google Maps. Um Gottes Willen. Hey Siri, wo ist das nächste Krankenhaus? Gut, dass es Siri von Apple gibt, was? Naja, also diese Monopolstellung beim App Store finde ich nicht gut. Und Moment. Hey Siri, wie war das nochmal mit den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den iPhone-Fabriken? Schnauze, du undankbarer Spacken. Nun, wenn du Apple so böse findest, brauchst du dein iPhone wohl auch nicht mehr. Guck mal, dein Paketboten-Fail hat schon 500 Likes. Facebook ist eine tolle Sache, was? Naja, also Facebook hat ja diesen sensationsgeilen Algorithmus, der ganz lange nichts gegen Hass und Verschwörungstheorien unternommen hat, also... Ach, das böse Facebook brauchst du also auch nicht. Aber hattest du nicht deine Frau über Facebook kennengelernt? Hey! Facebook, Apple, Google und Amazon. Ohne uns läuft gar nichts mehr. Merk dir das, du undankbarer Spacken. So, jetzt komme ich mal mit einer gewagten These. Aufgepasst, ungesunde Ernährung ist ungesund. Ja, ich habe das recherchiert, das hat Einfluss auf die Lebenserwartung. Menschen essen falsch. Sie essen zu viel Zucker, zu viele Fette, zu viel Fleisch, zu wenig Gemüse oder eine ganze Salatgurke ungeschnitten auf einmal. All das kann tödlich enden. Sie sagen, wissen wir, was will der Onkel hier, worauf will er hinaus? Ich kann es Ihnen sagen. Wie man sich ernährt, das lernt man in der Regel schon in der Kindheit. Und die Organisation Foodwatch hat darauf hingewiesen, dass viele Lebensmittelkonzerne Influencer in sozialen Netzwerken nutzen, um bei den Kindern Werbung für ungesunde Lebensmittel zu machen. Foodwatch hat bei drei bei Kindern sehr beliebten Influencerinnen und Enzern nachgeschaut, was sie so machen. Hat die untersucht, es sind Influencer mit mehr als 1 Million Follower, die für Firmen wie Milka, Haribo, Coca-Cola, McDonald's oder Koppenrad und Wiese werben. Ziemlich erfolgreich zum Beispiel das Duo Victoria und Sarina, die bei TikTok, Instagram und YouTube jeweils mehr als 1 Million Fans haben. Das sind die hier. Wir durften mit der Konditorei Koppenrad und Wiese eine eigene Torte rausbringen. Das ist einfach die ultra beste Torte, die es gibt, ich sag's euch. Und ich könnte echt 100 Stücke davon essen, kein Witz. Das ist gut, denn ich würde kein einziges runterkriegen, nachdem ich diesen furchtbaren Clip gesehen habe. Oder auch der Influencer Simon Desue, der mehr als 4,3 Millionen Abonnenten bei YouTube hat. Der macht in deutschen Kinderzimmern ohne jede Kontrolle Werbung für McDonald's.
Ich hab so Hunger. Ich bestell mir mal direkt die neue McCurry-Wurst. Willst du auch eine haben? Bist du sicher? Ja. Du hast keinen Hunger? Ich bestelle also nur eine. Ja. Eine einzige. Ja. Du kriegst nichts ab. Weißt du was? Ist mir Wurst. Haha, Riesenwitz, ist mir Wurst. Und morgen der große Cheeseburger-Test. Ich laber Käse und hier ist welcher drauf. Haha. Currywurst von McDonald's. Das Leckerste daran ist die Verpackung. Und das Gesündeste auch. Oder nehmen Sie die Influencerin Julia Beautix, die offenbar einen Werbevertrag mit Milka hat. Und das sieht dann so aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Falls ihr euch wundert, warum dieses ganze Setup hier und so auf meinem Vlog-Kanal, das liegt daran, dass ich heute zusammen mit dem Jonas eine Kooperation mit Milka habe. Bin aber, hier sieht es noch wesentlich zu wenig nach Milka und Oreo aus. Deswegen machen wir mal einen guten Gag. Ja, machen wir mal einen guten Gag. Und deswegen ändern wir das jetzt mal, oder? Oh, Leute, okay, ich würde sagen, das sieht jetzt doch schon viel besser aus. Ja, ist echt eine Wohltat fürs Auge. Es folgt dann Werbung für ein Milka-Oreo-Sandwich. Das ist was für Leute, denen frittierte Schokoriegel zu gesund sind. Warum werben die mit diesem Einfluss nicht mal für gesunde Lebensmittel? Blumenkohl macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wäre doch eine Möglichkeit. Und vor allem, warum verdammt nochmal ist diese dreiste Werbung in Kinderzimmern nicht verboten? Das liegt daran, dass es zwar ein Gutachten gibt aus dem Ernährungsministerium, das ein solches Verbot fordert, dass aber die zuständige Bundesministerin Julia Klöckner wieder mal lieber auf Freiwilligkeit setzt. Das macht sie ja immer. Sie hat da so einen Montessori-Ansatz. Keine Gesetze, sondern hilf mir, es selbst zu tun. Schon seit 2007 gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung der großen Lebensmittelkonzerne, ungesunde Lebensmittel nicht bei Kindern zu bewerben. Gebracht hat das nichts. Julia Klöckner ist eine Ministerin, die alles freiwillig macht, außer zurücktreten. Leider. Aber dann würde sie möglicherweise ihre guten Kontakte in die Lebensmittelindustrie verlieren und ihren wirklich großartigen Vize-Ersatz-Pressesprecher, der sie in der Öffentlichkeit immer im allerbesten Licht dastehen lässt. Hier ist er, Thorsten Sträter. Danke. Guten Abend, liebe Damen und Herren, verehrte Bürgerinnen und Bürger, ihr Schleckermäulchen. Ein ganz süßes Bussi von Julia Klöckner, unserer Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Klöckner nimmt gerade ein bisschen angefressen zur Kenntnis, dass momentan ein bisschen Kritik laut wird. Seltsame Leute wie Foodwatch, also eine Firma, die Füße beobachtet, wirft ihr vor, ein bisschen intransparent zu sein, was die Intensität von Industriekontakten angeht. Da darf ich aber direkt als erstes sagen, Unfug. Es gibt Kontakte, die teilt man mit der Welt und dann gibt es Kontakte, die den Gemeinbürger nicht zu jucken haben. Klar sind da ein paar Lebensmittelhersteller dabei und sicher, das Verhältnis ist kumpelhaft. Aber da wird im Hintergrund auch eine Menge für den Konsumenten getan. Haribo beispielsweise war so dicht davor, Gummibären in den Geschmacksrichtungen Schmierkäse und Werkbank herauszubringen. Aber bei sowas fährt Frau Klöckner die Krallen der hammerharten Ex-Weinkönigin aus. Für sie. Sicher, die ganzen Influencer, sie wissen schon, das sind diese ungelenkten Reklamenasen in Dubai. Die machen ungehemmt kindgerechte Werbung für Süßigkeiten und so. Aber dass Frau Klöckner das vielleicht gewusst und nicht verhindert hat, heißt doch nicht, dass sie das gut findet. Das Stichwort ist freiwillige Selbstkontrolle. Das funktioniert ja auch. Sie erinnern sich sicher an Frau Klöckners Video mit dem Deutschlandchef von Nestlé. Und der ist ja echt knallhart. Quasi eine Mischung aus Willy Wonka und Pablo Escobar. Und Frau Klöckner hat dafür gesorgt, dass dieser Konzern freiwillig den Zuckergehalt einiger Produkte um 5% reduziert. Also sie stand dabei. Und 5% ist viel. Klar, so Frühstücksflocken enthalten auch gern mal 45% Zucker, aber stellen Sie sich vor, die wären komplett zuckerfrei. Da können Sie sich dann direkt Ihr Frühstück von der freistehenden Pappel runterhobeln, so übel schmeckt das. Freiwillige Selbstkontrolle. Niemand da draußen zwingt Sie, das ganze industriell verarbeitete Zeug zu essen. Wenn Sie wollen, können Sie sich jederzeit eine Knolle Sellerie reinbürsten, immer rein damit. Aber denken Sie auch dran, Zucker ist Magie. Zucker steht Ihnen zu, Sie haben ein Recht darauf. Zucker tut etwas für Sie, Zucker ist Ihr Freund. Zucker ist das Kokain der Einkommensschwachen. Sie können gerne darauf verzichten, machen Sie nur. Legen Sie sich ein Gemüsebeet an, im Gästezimmer Ihrer Bottroper Mansardenwohnung. Oder machen Sie halt so weiter wie bisher, aber verlangen Sie nicht vom Staat, dass er Ihnen die Entscheidung abnimmt, was Sie fressen. Ja, mehr Gemüse, bitteschön, mach. Also fragen Sie nicht dauernd, was Frau Klöckner in den Hinterzimmern von Nestle, Mars und Riegel Klotz bespricht. Seien Sie lieber dankbar. Julia Klöckner steht für den freien Willen aller. Für gute, unverbindliche Absichten. Ohne Zwang. Die Frau hat Zukunft. Stellen Sie sich vor, Julia Klöckner wird Finanzministerin.
Dann können Sie als Bürger sagen, lieber Staat, danke fürs Nachfragen, aber das mit der Einkommenssteuer in diesem Quartal fühle ich irgendwie nicht. Ich meine, der gute Wille ist da, was hältst du von freiwillig 5%? So, und jetzt husch in den Supermarkt. Ich kann Sie da draußen zwar nicht sehen, aber ich rede seit fast 3 Minuten und das heißt, Sie sind unterzuckert. Abmarsch. Guten Abend. Vielen Dank, Thorsten Sträter. Wir leben ja in einer Welt, in der immerzu alles bewertet wird. Es ist ein seltsames Verständnis von Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, nochmal ganz langsam. Ja, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man zu allem und jedem eine Meinung äußern muss. Und was man definitiv nicht bewerten muss, sind die Körper anderer Menschen. Wird aber gemacht. Vor allem von Menschen, die es definitiv nichts angeht. Dumme Sprüche auf der Straße oder verachtende Posts in den sozialen Netzwerken über Nasen, Bäuche, Oberschenkel. Das maßlose Beurteilen des Körpers hat einen Namen: Bodyshaming. Wenn Menschen aufgrund ihrer körperlichen Erscheinung diskriminiert werden. Mit deinem Körper solltest du besser keinen Bikini anziehen. Leggings in Größe 40, ein No-Go. Mit deinen dünnen Stelzen in Röhrenjeans, schäm dich. Schämlich, so werden Menschen gedisst, deren Körper nicht dem gefotoshoppten Ideal entsprechen. Und das hat gravierende Auswirkungen. Bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland wird jeder Sechste wegen des Aussehens gemobbt. Und das oft, weil man diesen wirklich völlig idiotischen Körperbildern nicht entspricht. Die sind wirklich idiotisch. Es gibt zum Beispiel den Beauty-Trend Collarbone Challenge. Da geht es darum, dass man möglichst viele Geldmünzen hinter sein Schlüsselbein legen kann. Ja, das können nur Menschen, die extrem schlank sind. Einen blöderen Ort für Münzen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Habt ihr kein Portemonnaie? Oder die A4-Challenge? Da muss man schlank genug sein, um die Taille hinter einem DIN A4-Blatt verstecken zu können. Das ist wichtig, damit die Taille auch gefaltet in einen handelsüblichen Briefumschlag passt, oder was? Wer das schafft, meistert vermutlich auch die Belly-Button-Challenge. Rückwärts um den Körper greifen, um seinen Bauchnabel zu berühren. Wenn ich das Bedürfnis habe, meinen Bauchnabel zu berühren, dann mache ich das so. Geht einfacher, ist auch gesünder. Kleiner Tipp. Es gibt das Schönheitsideal der Bikini-Bridge. Die Bikini-Bridge entsteht, wenn die Bikini-Hose auf den Hüftknochen aufliegt und nicht auf dem Bauch. Ja, nicht mal Barbie hat eine Bikini-Bridge. Was für ein Schwachsinn. Genauso wie der Thigh-Gap, die Oberschenkellücke. Die Beine sollen so dünn sein, dass sich die Oberschenkel nicht berühren. Warum sollen Menschen so eine Lücke haben? Dafür muss man nur hungern und beim Fußball macht man so die Mauer kaputt. Es geht aber nicht nur um schlank sein. Zu dünn darf man oder vielmehr Frau natürlich auch nicht sein. Also besser nicht zu dünn, aber natürlich auf keinen Fall zu dick. Auch nicht zu groß, nicht zu klein. Nicht zu lange Haare, aber auch nicht zu kurze. Bitte nicht ungeschminkt, das ist ja furchtbar. Aber nicht zu sehr geschminkt. Das wirkt ja total künstlich. War es noch nicht schwanger? Hilfe, viel zu schwanger. Körper werden immerzu und von den unberufensten Personen kommentiert, abgewertet, verhöhnt. Und es ist ganz wichtig, dass Eltern ihre Kinder unterstützen und immun machen gegen diesen fatalen Trend. Tja, makellos aussehen, das ist heutzutage ein Muss. Bei Germany's Next Topmodel, in Modezeitschriften oder bei Instagram. Das Gesicht muss perfekt sein. Und kein Gramm Fett zu viel. Ja, sonst war es das mit der Karriere und den Freunden. Ich sag nur Bodyshaming. Und davon mussten wir unsere Tochter schützen. Die ist halt ein bisschen, naja, fülliger. Spinnt ihr? Ich bin doch ganz normal. Ja, aber nicht perfekt. Das ist jetzt mein Abendessen. Voll nervig. Ich muss übertrieben viel Sport machen. Ja, Kniebeugen. Spannung, Körperspannung, Körperspannung. Los, Kniebeugen. Ja. Da fehlt ein Komma. Tja, dicke Menschen kommen laut einer Studie schwerer an Jobs, weil ihnen nicht so viel zugetraut wird. Und das wollen wir unserer Tochter nicht zumuten. Sie soll ja glücklich sein. Deshalb haben wir ja auch den Umgang mit ihrer dicken Freundin verboten. Die fette Schnecke ist so schlecht für Lisas Image. Aber Mama, Papa, Marie ist meine beste Freundin. Wegen solchen Kommentaren hat sie doch ihre Essstörung. Auch das noch. Siehst du, Marie ist einfach widerlich. Genauso widerlich wie deine große Nase. Meine Nase ist doch gar nicht zu groß. Tach, da hilft auch keine Tonne Make-up wie bei vielen anderen Mädchen. Aber um eine OP komme wohl gerade noch herum. Toll, damit mache ich mich ja jetzt komplett zum Honk. Danke. Ja, aber besser als gemobbt zu werden. Naja. Irgendwann hat der ganze Quatsch mit dem Bodyshaming dann endlich aufgehört. Viele extrem schöne Stars posten jetzt Bilder von ihren Schwachstellen.
Niemand ist perfekt. Auch meine Frau nicht. Ja, ich habe gar kein Sixpack. Oh, warte, das poste ich. Hashtag Body Positivity. Und das soll jetzt Menschen helfen, die wirklich Probleme haben mit ihrem Körper? Ihr habt es echt nicht verstanden. Doch, deine widerliche Nase posten wir auch. Und ein Foto deiner fetten Freundin. Hey, guck mal, unsere Unperfektheit hat schon 5000 Likes. Wow. Ein Film von Oliver Durke und Sebastian Ried. Preisfrage. Was sehen wir hier? Die Zuschauer bei einem Monster-Truck rennen oder die Deutsche Bischofskonferenz? Ja, in puncto Diversität würde beides passen. Das Monster-Truck-Rennen wäre natürlich die deutlich seriösere Veranstaltung, aber es ist natürlich die Bischofskonferenz. Die katholische Kirche, das ist der Ort, wo Frauen bislang zwei wesentliche Funktionen hatten: Mutter Gottes sein oder Haushälterin des Pfarrers. Immerhin, man höre und staune, hat diese Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer digitalen Frühjahrsvollversammlung eine Frau zur Generalsekretärin gemacht. Ja, das erste Mal überhaupt wurde eine Frau gewählt. Es ist ja immer so, wenn der Karren so richtig im Dreck steckt, dann taucht auch in den männerlastigsten Strukturen plötzlich der Gedanke auf, ob nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, meine Frau ranzulassen. Und der Karren der katholischen Kirche steckt sehr tief im Dreck. In Köln hat der dortige Kardinal Wölki und auch seine Vorgänger Meißner und Höfner die Dimension des Missbrauchsskandals konsequent vertuscht und verleugnet. Durch sein Verhalten verstärkt Wölki aber einen anderen Trend. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt seit Jahren deutlich an. Die aktuelle Zahl von 2019 liegt bei mehr als 270.000 Austritten. Ja, in der Katholikenhochburg Köln sind alle Termine für einen Kirchenaustritt ausgebucht. Die haben inzwischen Zusatztermine eingerichtet. Also keine Sorge, Kardinal Wölki hat den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, jedem bis Ende des Sommers ein Austrittsangebot machen zu können. Es ist eine Kernschmelze. Tiefgläubige Menschen, die jahrzehntelang zu ihrer Kirche gehalten haben, begehren auf, treten aus oder sie tun ihren Protest sehr lautstark kund, wie die Bewegung Maria 2.0, katholische Frauen, die Gleichberechtigung fordern. Die Kirche St. Michael in München-Perlach. Auch hier heften die Frauen von Maria 2.0 ihre Thesen an. Sie fordern unter anderem den Zugang von Frauen zu Weiheämtern, Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe und Abschaffung des Pflichtzölibats. Ja, Abschaffung des Zölibats und eine wertschätzende Haltung zu einer achtsamen Sexualität. Da sagen die Kleriker, haben wir doch. Wir achten darauf, dass keiner von unserer Sexualität was erfährt. Maria 2.0 kommt natürlich nicht bei allen gut an. Kaum hängen die Plakate, kommt es zu dieser Szene. Ich habe drei Kinder und Enkelkinder, hallo. Die denken alle nicht so wie Sie. Aber ja, was sie Hirn haben, das ist ja so richtig Duerei, sowas. Das geht gegen das ganze Menschlichkeit, sowas. Eine Frau soll wichtig sein wie ein Mann, alles. Hallo, wacht mal auf, ihr seid's. Ja, die Frau kann gar nicht so wichtig sein wie die Krone der Schöpfung, aus der sich in Jahrtausenden Evolution dieser Intelligenzbolzen herausgemendelt hat. Frauen haben aktuell nichts zu sagen in der Kirche. Im Alltag wird die katholische Kirche aber von Frauen zusammengehalten. Der größte Teil der Organisation, der Seelsorge, der Gemeindearbeit, der fürsorglichen Leistungen wird von Frauen erbracht. Sie dürfen aber nicht Priesterinnen werden. Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Dominikus Schwaderlapp, allein, dass er wirklich so heißt, ist für mich schon ein kleiner Gottesbeweis. Also Dominikus Schwaderlapp erklärt, warum das so ist. Was wäre so schlimm, wenn Frauen Priester wären? Es geht an das Beispiel Christi, auf das wir verwiesen sind. Ich habe nicht die Vollmacht, das zu ändern. Hier ist einfach, kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen müssen, stopp, die Kirche ist nicht das Ergebnis der eigenen Fantasie, der eigenen Gedanken, sondern wir haben von Christus einen Auftrag erhalten, den wir auch zu bewahren haben. Also das Beispiel Christi. Christus soll das Vorbild sein und der hat ja schließlich nur Männer als Jünger um sich geschart. Stimmt nicht ganz. Maria Magdalena zum Beispiel wird da vergessen. Wenn Jesus ein Vorbild sein soll, dann muss man aber auch sagen, er ist zum Beispiel auf einem Esel nach Jerusalem geritten und nicht in einer schwarzen Limousine auf Steuerzahlerkosten durch die Gegend gebraust. Ja, also da wird das Evangelium auch sehr selektiv an den Stellen wörtlich genommen, wo es den Herren gerade passt. Die Bischöfe sagen, die Kirche könne sich auf keinen Fall jetzt ganz schnell ändern. Das geht nicht. Es ist die katholische Kirche, aber man wolle mit den Frauen diskutieren.
Das passiert im Moment. Es gibt einen Dialog zwischen Klerus und Frauen. Es ist der sogenannte synodale Weg. Synodal ist griechisch und bedeutet übersetzt, das wird nie was. Oder kommt da etwa doch was in Bewegung? Gerade hier ist Extra 3 Extra mit Janine Ullmann. Willkommen zu Extra 3 Extra. Sensationelle Entdeckung bei der Deutschen Bischofskonferenz. Vertreter der katholischen Kirche haben mit Erstaunen von der Existenz einer von ihnen bisher unbekannten Bevölkerungsgruppe erfahren. Wir schalten deswegen jetzt direkt live zum Pressesprecher Daniel Schuster. Wie genau kam es denn zu dieser Entdeckung? Ja, vor etwa 2 Wochen berichtete uns ein Priesteranwärter, dass er im Wartezimmer beim Warzenarzt gelesen hat, dass die Weltbevölkerung zu 50% aus sogenannten Frauen besteht. Wir haben das überprüfen lassen und es stimmt. Ja, in der Bibel kommen die ja auch vor, aber da gibt es auch einen brennenden Busch, der spricht. Wer konnte denn da ahnen, dass es die Frauen wirklich gibt? Ich meine, das ist ja noch viel verrückter als ein brennender, sprechender Busch. Ja, genauso verrückt wie moderne Männer in der katholischen Kirche. Köln, führende Kirchenmänner fürchten nun, ihre Neuentdeckung könnte der Entscheidung des Denkmalschutzamtes im Wege stehen. Dieses plant nämlich, die katholische Kirche unter Denkmalschutz zu stellen. Die Begründung hierfür lautet: Es gibt kein vergleichbares Objekt, das dem Fortschritt und der Modernisierung so standhaft getrotzt hat wie die katholische Kirche. Der Blick in die katholische Kirche ist quasi ein Blick ins düstere Mittelalter. Deswegen sprechen wir jetzt mit einer Vertreterin dieser Frauen, also mit einer Frau. Maike Hansen von der Initiative Maria 2.0 ist mir jetzt hier zugeschaltet. Frau Hansen, wie geht es da jetzt ganz konkret weiter? Ja, also ich erhoffe mir eine Zeitenwende. Ich würde sehr gerne die erste Bischöfin dieses Landes werden. Meine Referenzen sind besser als die anderer männlicher Bewerber und ich habe Insiderwissen, denn ich bin die Tochter eines katholischen Priesters. Und dazu fragen wir jetzt direkt doch noch mal Daniel Schuster, wie gehen Sie jetzt damit um, dass Frauen existieren und sogar Bischöfin werden wollen? Naja, man könnte jetzt überlegen, diese Frauen eventuell gleichberechtigt zu behandeln, vielleicht. Aber wahrscheinlich werden wir das, wie mit allen für uns unbequemen Wahrheiten machen, verdrängen und unter den Tisch kehren. Ja, wenn da noch Platz ist. Wie ich gerade höre, gibt es überraschende Neuigkeiten aus Bonn. Frau Hansen, wir schalten noch mal direkt zu Ihnen, Frau Hansen. Hören Sie mich, Frau Hansen? Hier ist nicht Frau, sondern Herr Franz Hansen, der neue Bischof. Frau Hansen, was ist mit Ihrer Stimme? Moment, ich muss hier jetzt mal gerade... Ey, Kollege, der Schredder für die belegten Missbrauchsfälle ist auf der anderen Seite. Genau. Ja, zweimal grün drücken. Ja, gut, dann herzlichen Glückwunsch, Frau, Bischofin Hansen. Das war Extra 3 Extra und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Janine Ullmann. Das war Extra 3, jetzt kommt das Gipfeltreffen mit Olaf Schubert, Johann König und Thorsten Sträter. Mensch, Thorsten, das machst du auch noch? Wahnsinn. Ist das nicht unglaublich anstrengend? Das pimmel ich einfach so weg. Satire vom Feinsten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.